Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wusstet ihr, dass meine Kamera oder eure wahrscheinlich auch selbst auslöst, wenn ihr irgendein Gesicht macht? Ich hab's so gemacht. Geht die Kamera an. Witzig. Ja, wir haben 11 Minuten. Ich weiß nicht warum, mein Speicherplatz. Ich habe den geleert, aber irgendwie sind immer nur noch 11 Minuten. Also müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Wir kommen zu Temu Haul Teil 4, wie immer unbezahlt. Also. Ich habe selber bezahlt von meinem Geld. Na klar, mein Schatzi. Jetzt kommst du. So, womit fangen wir an? Einen Moment. So, ich habe ein paar kleine Sachen. Ich glaube, das habe ich euch schon gezeigt. Aber das hier noch nicht. Das ist so ein Löffel, der gleichzeitig wiegen kann. Ist irgendwie praktisch für Zucker oder so. Sind wahrscheinlich keine Batterien drin. Wie macht man das auf? Ah, okay. Nee, da sind keine Batterien drin. Und da kommt so eine runde Batterie rein. Die habe ich jetzt irgendwo. Ah, müssen wir gleich mal gucken. Hier ist eine bei. Ja, wie cool. Dann können wir es ja ausprobieren. So. Richtig drin. Jetzt nur noch zukriegen. Okay. Ah, sie funktioniert. Sehr schön. Null. Sie steht auf Null. Was wollen wir jetzt reinmachen? Ich habe hier solche Schokobälle. Zwei Komma drei. Vier. Okay, sie funktioniert. Ich weiß nicht, seht ihr da? Sie funktioniert. Wie cool. Ja, die ist sehr, sehr leicht. Ich habe gedacht, das wäre ein bisschen stabiler, aber okay. So, dann haben wir hier für Weihnachten schon. Ich fand die aber so süß. Ich liebe ja Wichteln, ne? Ich glaube, das wisst ihr langsam. Ich glaube, das sind 6 Stück hier. Und da kann man Besteck reinmachen. Dafür werde ich sie aber nicht verwenden. Ich fand die aber so süß. Die manche vielleicht so ein Band dran. Und dann werde ich die Aufhängung sein haben. Die sind süß, ne? Das sind 4, 5, 6. Genau. 6 Stück sind da drin. Richtig süß. So, dann haben wir was fürs Auto. Und zwar so eine Tasche. Okay. Die habe ich mir anders vorgestellt. Die ist ja offen. Was bringt mir eine offene Tasche? Ich habe gedacht, die wäre zu. Ja. Muss ich mal gucken. Bis jetzt gefällt sie mir nicht. Und dann habe ich hier noch ein für den Kofferraum. Ihr müsst das nicht bei Temu bestellen. Und manche Sachen sind da auch echt viel, viel teurer, als wenn ihr das im Laden kauft. Zum Beispiel bei Action. Da gibt es nämlich jetzt auch diese Kofferraum-Organisationsteile. Das klemmt man sich dann hier irgendwie so. Weiß ich auch noch nicht wie. Wie man das festmacht. Aber das sind dann hier so Taschen. Und dann könnt ihr da was reintun. Ob ich den jetzt gut finde, weiß ich auch noch nicht. Ich muss erst mal gucken, ob das in mein Auto überhaupt passt. Das gucken wir mal. Sortiere ich mir gleich schon mal fürs Auto. So, dann haben wir hier noch ein Lego. Und zwar Lego-Bausteine, ne? Das hier, total süß. So eine kleine Windmühle und ein Pärchen. Oh, ihre Frisur ist cool.
Die hat hier oben so ein Zöpfchen. Richtig cool. So, denn das hier sind Schlübis, die kommen zurück. Das, die habe ich schon mal gesehen. Das sind keine Schlüber, Leute. Das ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das ist, aber ja, auf dem Foto sah das anders aus. Das kommt definitiv zurück. Dann haben wir hier einen Heißluftballon, den fand ich so cool. Auch wieder zum Gießen. Ich habe schon gegossen, ich habe mich dann am Abend noch am nächsten Abend hingesetzt und habe gegossen. Ein Heißluftballon, der ist so hübsch. Der bleibt natürlich auch. Ich kann euch ja mal was zeigen. Hier ist zum Beispiel der Camper. Richtig, richtig süß. Und hier ist diese Möwe, die ich so cool finde. Ja, meine Süße. Moment. Und hier ist zum Beispiel der Wichtel und der lässt sich so gut aus der Form holen. Und hier ist die Bank. Vielleicht könnt ihr euch das jetzt besser vorstellen. Die ist mir hier an der Seite, da ist das kaputt gegangen. Da habe ich nicht vorsichtig genug gemacht. Aber so süß. Wo hast du den Wichtel? Hier. Und noch ein Wichtel? So, und dann haben wir hier noch ein Diamond Painting mit einer Qualle. Ich glaube, das war die Tüte. So, dann kommen wir zur großen Tüte. Da ist nicht viel drin, das sind einfach nur große Teile. Ich habe gestern schon mal aussortiert, was ich behalte und was nicht. Bei einiges ist echt kaputt oder einfach nur Schrott. Ich hole das jetzt nicht raus, weil so viel Zeit haben wir nicht. Aber ihr seht diese Tasse. Minecraft? Keine Ahnung, die ist mega groß, wie ihr seht. Also so groß ist die auch. Und richtig massiv. Was möchtest du denn? Ja. Die kriegt er aber zu Weihnachten jetzt. Oh, das ist Mario. Das ist nicht Minecraft, das ist Mario. Schatzi Lee. Mein kleiner. Dahin habe ich eine Karte gesehen. Die war so witzig. 99 Cent, die musste mit. Das ist so witzig. So, dann haben wir hier, glaube ich. Achso, eine Lampe. Eine Deckenlampe hier für die Küche. Weil die wir jetzt haben, die ist schlimm. So eine. Die muss der Mann nur noch anbringen. Oder ich mach das aber. Wenn man schon Elektriker hat. Ne? So, hier ist etwas, was zurückkommt. Was ist denn meine süße Maus? Was ist denn? Hast du deine Banane aufgegessen? Ja. Hast du alle aufgegessen? Mama holt dich gleich, ja? Mama nimmt dich gleich auf den Arm. Und zwar, das ist so süß, aber leider ist das nicht... also für den Preis muss das auch dementsprechend aussehen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Nee, das sieht man nicht. Aber der hat hier eine ganz andere Farbe wie hier. Doch, vielleicht sieht man das so ein bisschen. Hier ist dunkel. Das sieht, also wirklich, das ist, das sieht man. Das sieht man auf den ersten Blick. Die Kleine ist super, aber er hier ist ganz komisch angemalt. Auch am Fuß. Also dann für den hat, glaube ich, 12 Euro oder so gekostet. Und da muss das aber auch schon so sein, dass man sich das auch gerne hinstellt, ne? Und nicht. Ja. Wir sind gleich fertig, mein Engel. Diese hier kommen auch zurück. Die sehen sowas von plastikmäßig aus. Ich habe hier ja auch schon eine, aber die geht noch. Also die ist noch an der Grenze. Aber das hier ist echt ja, Plastik pur. Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Das packe ich gleich ein und gebe das der Person. Dann haben wir hier nochmal Silikonform. So, eine Minute, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Die kann man aufhängen. Ja, die gieße ich und dann kann man das aufhängen. Ich habe hier noch, ach, das gehört dazu. Mama ist gleich fertig. Dann habe ich hier noch so ein Elefant. Das ist so leichtes Metall, das hänge ich mir ins Wohnzimmer. Finde ich richtig, richtig hübsch. Ja. Das
Das war auch nicht so ganz günstig. Und dann habe ich noch diese Koop, das haben auch schon ganz viele, wo man die Pfandflaschen reinmacht. War auch nicht ganz günstig, 35 Euro. Aber richtig groß, hat zwei Säcke drinne und sieht nicht mal hässlich aus. Wirklich, das sieht nicht mal hässlich aus. Richtig hübsch. So, und dann habe ich hier noch so ein Schneidebrett, wo die Sachen drauf sind, was Plastik ist. Ich behalte, aber das sah wie Glas aus, wirklich. Kennt ihr bestimmt alle diese... Ich kann es jetzt nicht hoch. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir müssen uns beeilen, das gleich ist zu Ende. Wenn ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, mein kostenloses Abo. Ich würde mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Adios!